So Leute, es geht steil. Wir haben hier The Return of the Tough Sea. Irgendwas. So. Wie auch immer das war. Jetzt könnt ihr sie wieder sehen. Tough Sea. Der. The Man. The Myth. The Legend. Fuck. Warum ist das hier so? Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das Stream-Layout ändere, aber vielleicht da unten. Vielleicht da unten. Game. Ja, das ist falsch. Das ist falsch hier. Tja, das ist falsch, ist das. Tja, also, Tough Sea spielt gegen Banane Marmelade. Aber ich weiß nicht, wie ich das hier ändere. Ja? FD ist kein Starter. Kein Starter mehr. Frozen. Also angeblich ist Frozen. Falls Nintendo zuguckt. Angeblich. Vielleicht. Was geht da? Hi. Na? Was ist passiert? Ich habe eine Idee. Das ist schon wieder passiert. Ich weiß nicht, wie wir das ändern. Wie wir auf Singles kommen. Wir werden nie wieder Singles spielen. Ja, Olung Spielerkreis. Fuck. Mach einfach das rein. Es ist schon drin. Frag einfach überall dieselben Namen ein. Das ist schon drin, ist das. Mein Gott, das sieht alles viel zu kompliziert. Was ist das, Alter? Okay, auf jeden Fall, das Match hat angefangen. Tough Sea hat's tough. Momentan. Oh, das ist es. Das ist das doch. Ja, das stimmt leider nicht so ganz, aber wir haben auch nur 3 Zuschauer. Das ist nicht so schlimm. Ja, die wissen schon Bescheid. Das ist nicht so schlimm. Was eigentlich mit dem anderen Serb-Mitglied passiert? Wo ist der? Das ist eine gute Frage. Wir haben's. Winners. Round 1. So. Wir haben's. Wir haben es. Tough Sea. Spielt gegen Banane. Banana Marmelada. Wo ist dieser Charakter? Samus. Ja, Samus ist auf jeden Fall ein spannender Charakter. Macht Spaß. Bockt an. Aber hier jetzt gleich auch auf zu commentaten. Ich bin nämlich hier nur... Oh, das sieht doch gut aus. Berlin Smash. Zerf. Real Tough Sea. Und es steht noch 0-0. Ich hab's geschafft. Ich wusste nicht, wie es geht, aber ich hab's geschafft. Foggies. Ich dachte, ich bin aufgeschmissen, weil es war noch im Crew-Format. Oh, ist schon vorbei. Ja. Tschüss. Auf jeden. Aber ist okay.
Dann kann ich ja spielen. Wer ist Animal Rights? Was spielt der? Bad Wobble. Ach so, das ist einfach Baumwolle. Ja. Das ist irgendwie was. Das ist Best of 5. Oder ist Winners Round 2 Best of 5? Wie viel hast du? 2-0? Ja, ich hab verloren 2-0. Wolf gegen Loser auf. Ja. Hofers oder Fusi, also wahrscheinlich Hofers. Schlägt sich der verloren so und geht so, ne? Ja. Schade. Und das ist Loser. Jung Ulrich oder K17? Also K17 ist er. Oh shit. Aber ich dachte gerade, dass ich reingekommen bin. Wer ist denn der Arzt mit der stabilen Frisur? Und dann stellt sich raus, ach so, es ist Julian, Alter. Ja. Okay. Einfach den fucker Eis-Look. Ja, Mann, let's go. Baller. Oh. Oh mein Gott. Ist das eigentlich ein Best of 5? Ja. Nice. Nur die erste Runde. Nur wenn das Round 1 ist. Okay. Also Loser Round 1 ist auch Best of 5. Also Top 16 ist Best of 5. Ja, Top 18. Ah, ja, achso, ja. Dann, ist ja weird, dass dann die allererste Runde auch Best of 3 ist. Das ist ja merkwürdig. Gieriger. Oh nein. Oh, Fernando. Aber Jula mit den nice Prozent. Nice. Das ist immer so ein Power-Up. Aha. Oh, oh, no, oh mein Gott. AP hätte glaube ich gereicht. Ja. Gegen Kotzi.
ja, das ist knapp wahrscheinlich, oder? Oh, 1-1, das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich es auf Stream gepackt. Julian hat einfach Grab gedodged und dann Abi. Ja. Was? Julian hat einfach Grab gedodged und dann Abi. Oh, shit, nice. Okay. Faserrahmen. Digga, hat er viel gespielt in letzter Zeit? Ist nein, eigentlich gar nicht. Der war nur einmal beim Weekly. Ich würde halt sagen, ja, vorher hätten wir ihn wahrscheinlich als Favoriten gepackt, aber... Nee, ah, siehst du schon. Sieht shaky aus, ne? Man bewegt sich nicht so schnell wie das früher der Fall war, aber was für ein Uptilt. Aber vielleicht findet er so im Set... Sein so einen Rhythmus, ja. Zurück. Genau, das denke ich mir auch. Ich glaube, hier kann man viel so... Das ist halt echt kacke, dass dein Weekly 2 Stunden entfernt ist. Echt, Weekly? Von Hamburg. Ja, echt? Wo ist das denn? Und die andere Ende von Hamburg. Wahrscheinlich in St. Pauli. Meinst du, er wohnt so auf der Reeperbahn? Auf das wäre lustig. Ist die Reeperbahn in St. Pauli? Ist die Reeperbahn in St. Pauli? Ich weiß nicht. Okay. Absolut keine Ahnung von... Hamburg. Geografie generell? Hamburg. Einfach im... Pennymarkt in der einzige Grund, warum ich mich in Berlin auskenne, ist, weil ich meine so Restaurants auf Google Maps kenne. Oh mein Gott. Weißt du, was ich neulich gehört habe? Was? Da meinte so irgendeine Amerikanerin, ich weiß gar nicht, niemand, den ich persönlich kenne, aber irgendwann so online war so, ja, ich war jetzt in Italien und ich war vorher noch nie in einem Land, wo man kein Englisch spricht. Und ich war so, boah, das ist ja krank. Ich habe nie drüber nachgedacht. Das sind so Leute, die waren noch nie in einem nicht in den USA wahrscheinlich. Ja, naja. Oder England. Oder halt, also ich meine, das gibt ja generell viele Länder. Also es ist ja ein Land, wo halt viele Leute nicht Englisch sprechen, aber in Deutschland spricht ja auch jeder Englisch. Ja, ja, okay, das stimmt. Aber das meint. Also so ein Ort, wo du halt hingehst und bist das erste Mal in deinem Leben aufgeschubst. Ja, genau. Ich meine, für uns ist das schon normal, glaube ich, wegen halt Osteuropa, würde ich sagen. Vor allem jeder kann in fast allen Umlandsländern irgendwie Hallo und Danke sagen, oder? Na, Frankreich? Ja, aber das bringt dir ja nicht. Salut und merci, natürlich kann das. Das bringt dir ja nicht. Es geht um Kommunikation. Ja, aber da habe ich den Euro. Wollen wir spielen? Ja, wir müssen. Ja, wir spielen. Dann mach das mal. Kurz ein Ergebnis noch sagen? Nee. Verdammt. Ah, danke. 300 nicht. Ach, das sieht so aus. Danke. Welches Set fangen wir als nächstes am Stream? Also, wir noch hier weiter schauen. Das ist ja spannend. Aber ich glaube, Winners halt du gegen Maxi. Weiß nicht, ob man das zum 15. Mal ins Spiel packen muss. Also wenn ihr wollt, aber ich wäre halt voll dafür, so was richtig Spannendes an das Fenster zu packen, weißt du? Einfach Tassi-Run. Einfach an den kompletten Tassi-Run. Da sehe ich. Ich habe halt gestern so den Rest geschnitten und da war einfach bei Round Robin Geldmann. Ja, aber Geldmanns Sets sind auch immer heiß. Das stimmt. Er kann immer richtig hart verlieren oder richtig. Gegen wen muss der Geldmann das nicht? Ist vielleicht so ein Geldmanns Trawstream-Ding oder so? Das kommt doch sicher heute, oder? Naja, gegen Jung Ulrich, glaube ich. Ah, ist auch spannend natürlich. Warte mal. Ja, Geldmann. Dann lass uns das doch ins Stream machen. Und dann können wir währenddessen Losers schnell durchspielen lassen. Dann machen wir hier ganz schnell alle Winners-Sets drauf. Und währenddessen spielt Losers halt so viel durch. Du musst gegen. Okay, machen wir danach dann noch das Set. Das Set uns spielen. Das hier? Ja. Wir spielen gerade. Ja, wir werden ja gleich fertig sein. Dann spiele ich mal gegen Maxi. Geldmann. Warum müssen Maxi und Franzi schon spielen? Was geht ab? Wir spielen schon. Ich glaube, das ist Winners Round 2 oder so. 2-1. Kann noch jemand spielen? Ja. Muss ich den Anteil haben oder so? Nee, ich muss auch die beiden da warten. Das muss jetzt verdrängt sein. Na dann müssen wir da. Ihr seid schon so frei. Ja, ist halt Winners Round 2. Ja, 3-0. Das ist halt die erste Runde so. Heftig, ihr seid so weit schon. Du bist wortwörtlich genauso weit wie ich. Kann Geldmann spielen? Nein, der muss warten. Was war das? Geldmann gegen Dennis, ne? Ja. Also kurz active. Ich würde sagen, dann macht wahrscheinlich Messen erstmal Loser-Sets danach, um Spiel zu machen. Ich glaube, die ersten müssten gleich schon zusammenkommen. Ja, ich muss. Die haben auf jeden Fall Priorität. Oh mein Gott, Lost Zero hat abonniert übrigens. Ja. Geil. Wie viele Subs haben wir eigentlich? 9, da steht's. Ah ja, da.
crazy. Oh mein Gott. Tough Sea. Rough Sea. Ein F-Smashen, das reicht. Das war's. Aber richtig geil, dass er das Wochenende in Berlin ist, wenn... Ja, ne? Aber er ist ein inaktiver Spieler, das ist okay. So, wird... Warum wollte ich hier zurückkommen können? Ja. Da ist ein F-Smash fehlt. Oh mein Gott. Hier kann sich natürlich Banane seine Lead aufbauen. Die wieder nicht so wirklich Herr der Lage gerade. Es ist nicht, was zu tun ist. Aber das andere ist halt. Er wird ganz viel gepokt. Willst du denn schon mal spielen, Konstantin? Oder gehen wir auf. Ja, Rollen? Lass uns spielen. Ich hab jetzt den. Ja.